Was bisher geschah? Aber hier ist keiner, wo sind denn alle? Wo bin ich hier? Es sieht hier komplett anders aus wie daheim. Ha, da leuchtet was, da leuchtet was, da ist eine Höhle. Wer ist hier? Uga, Uga! Au! Wo bin ich hier? Ist alles zugewogen, eine Fackel. Hier sind Gitter. Hallo? Das sind Leute. Hallo? Ah, er ist aufgewacht. Wer sind Sie? Und was sucht einer von den Ungeheuern bei uns in der Höhle? Nein, gehöre ich gar nicht. Ich gehöre nicht zu denen. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Du siehst auch nicht so aus wie einer von denen, aber wo sollst du denn sonst dazugehören? Ich habe echt nichts mit denen zu tun. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich bin selber erst hier. Ich bin gestern da unten an dem Strand aufgewacht. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid, wo ich bin. Ich bin komplett neu. Gustav, was meinst du? Ich weiß auch nicht so ganz. Okay, dann glauben wir dir einfach mal. Gustav, mach die Tür auf. Ich zeig ihm erstmal alles. Danke fürs Freilassen. Aber wer sind Sie jetzt? Ich bin Emmy, die Anführerin der Höhlenkolonie. Lauf mal den Weg da nach oben. Ich komme auch gleich. Hallo. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du uns nicht tun willst und deshalb zeige ich dir jetzt erstmal alles. Lauf mal da entlang. Okay. Oh, da ist ja noch einer. Hier unten ist unsere Wasserquelle. Lauf mal den Gang da halt weiter. Dann haben wir rechts unsere zwei Jüngsten, den Fred und die Wilma. Guten Abend. Hier am Feuer sitzen dann unsere Ältesten, die zusammen mit mir dafür sorgen, dass es allen gut geht. Die anderen sind übrigens gerade auf der Jagd. Dann komm hier in die Küche. Boah, ist es die gute Suppe, die auch in der Höhle war? Ja. Haben Sie die gekocht? Boah, Sie können echt gut kochen. Du kannst gerne etwas davon essen. Oh ja, danke. Oh, ist sie gut. Ist mega lecker. Danke auf jeden Fall. Also kochen können sie auf jeden Fall mega gut. Danke. Und ja. Ja, wie sind sie schon immer hier oder sind sie hier irgendwann mal aufgewacht, so wie ich eines Tages? Nein, wir sind eines Nachts unten am Strand aufgewacht. Und dann haben sie hier die Höhle gefunden, oder? Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Es ist mega komisch, dass ihr, wenn ihr auch eines Tages plötzlich hier wart. Und ich? Ja, ist es. Es ist ja mal mega komisch. Und wer sind jetzt die Ungeheuer, von denen ihr erzählt habt? Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren. Das sind solche Menschen, die aus irgendwelchen Gründen uns hassen und am liebsten ausrotten wollen. Wir wissen halt nicht, was wir denen getan haben. Okay, also es hört sich nicht besonders nett an. Ja, und kann ich vielleicht bei euch jetzt erstmal bleiben? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Weil, na gut, die Höhle da unten wäre noch, aber ist ja auch von euch. Kann ich vielleicht bei euch heute Nacht bleiben? Ja, natürlich, solange du uns nichts tun willst, ist alles in Ordnung. Aber wundere dich nicht, wenn manche etwas misstrauisch sind. Du kannst dich ja zu den anderen ans Feuer setzen. Okay, dann setze ich mich jetzt zu den anderen. Und nochmal danke fürs Essen. Boah, ist ja mega komisch, dass hier alle einfach aufgewacht sind. Hallo. Guten Abend. Wie heißt du eigentlich? Mein Name? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie mich alle genannt haben, da wo ich herkam. Ich hab ja in so einem kleinen Dorf gelebt und all meine Freunde waren eines Abends mal plötzlich alle weg. Oder nachts war es eher. Und dann plötzlich, ja, bin ich hier aufgewacht. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen alle hin sind. Wie wär's denn, wenn wir dich Lazar nennen? Ich weiß nicht, ob das so ein geiler Name ist. Aber wenn ihr meint, dann würde ich sagen, nennen wir mich ab jetzt Lazar.
aber... Jetzt bin ich müde. Oh, kann ich mich hier irgendwo hinlegen? Du kannst dich da ruhig hinlegen. Das stört da keinen. Okay, ich leg mich hier hinten in die Ecke hin. Also dann, gute Nacht. Ein Dieb hat meine Bärenkrallenhalskette geklaut! Was? Nein, ich bin kein Dieb. Ich hab nichts geklaut. Tötet ihn! Tötet ihn! Au! Jetzt spinnst du ein bisschen mit einem Stein ab? Verfolgt ihn! Oh oh. Nein! Er darf nicht entkommen! Ich bin kein Dieb! Schnell weg, schnell weg! Ich hab nichts geklaut! Tötet ihn! Ah! Nein! Er darf nicht entkommen! Lass mich, ich hab nichts geklaut! Schnell dann über, schnell. Ich renn hier einfach jetzt da drüben, war glaube ich. Wo bin ich hier überhaupt? Ich bin hier. Da ist der Berg. Hier oben war ich glaube ich drauf gestanden. Da drüben ist dann glaube ich der Wald. Ich renn jetzt einfach mal schnell in den Wald rein. Hier hoch. Und hier so entlang. Ja, da ist der Wald. Ich renn jetzt schnell in den Wald. Ich renn in den Wald. Ich renn in den Wald.